interessant. In dem Sinne, hallo ihr Lieben. American Truck Simulator hat mich im Stich gelassen. Ein Grafikfehler, ich vermute. Ich hatte beim letzten Patch, hatte mir gesagt, dass die Datei nicht in Ordnung ist. Checksum nicht stimmt. Und dann hat er nochmal runtergeladen, aber weniger Daten und dann ging es durch. Ich vermute, dass das Problem da damit dann soweit war. Dass da ein paar Dateien korrupt sind. Das muss ich also neu installieren. Ich bin jetzt in Paris. Ja, Weihnachten. Zu Post Office, da machen wir jetzt ja gerade erst. Aber Charlie spielt X4. Das finde ich lustig. Hat sich wahrscheinlich von mir inspirieren lassen. Okay, es hat aber nur die beiden. Nehmen wir den. Ja, kann ich ja nichts für. Kann ich nichts machen. Die Europäer waren fleißiger als die Amerikaner. Oliver, bist du auch da dabei? Schnuch, schnuch mir einen kurzen Brr. Okay. Aha. Fahren wir in die falsche Richtung gefahren. Mit einem europäischen Wendekreis. Alles auch, alles kein Problem. Der kommt mir jedes Mal so stark, wenn er leer ist, der kein Hänger hat, dass die Reifen quietschen. Nur, ich habe den gar nicht gesehen. Ich sage ja, ich sollte mir immer keine Arten machen. So. Okay, den sehe ich jetzt. Und der biegt eh gleich ab. Okay. Eins weiter. Ja, gerade noch im legalen Rahmen. Eigentlich müsste ich so einen ziemlich großen Reifenverschleiß haben.
sich bis jetzt nichts bemerkbar. Koppeln. Achso, jetzt muss ich Bremse. Erst noch sehen, wohin ich muss. Praktisch direkt zurück, ja? Bei dies kommt nicht. Okay. Also das ist das Einzige, was mich überrascht, dass man das nicht automatisieren kann. Dass die Dings automatisch gewählt werden. Die Tore. In der Theorie auch anders sein könnten, hat man eine wunderbare Sichtbehinderung. Abbiegen. Du auch. Nee. Aber du. Das ist gefährlich, wenn es so aussieht, als ob sie abbiegen wollten. Irgendeine Grafik. Denkst du ein bisschen. Okay, da kommt keiner. Wenn jetzt hier einer kommt, dann wird er rechtzeitig bremsen müssen. Naja, kaum eine Verzögerung. Oh! Warum sagt mir das keiner? Jetzt habe ich ein bisschen interessanterweise. Das war noch ein kleiner Unterschied zwischen meiner Installation Euro Truck Simulator und American Truck Simulator. Den einen hatte ich also auf Vollbild und das hier habe ich auf Fenster. Deshalb braucht es im OBS eine andere anderes Modul, anderes Aufnahme Modul heißen hier glaube ich nicht, aber
Kommst nicht drauf, wie sie richtig heißen. Ah, frage ich die mit den guten Ampeln. Immer noch die kleinen Ampeln unten, für die, die ganz vorne stehen. Ist für PKWs noch besser als für die LKWs-Fahrer, aber ja, hier kommt es gut. Ist noch be besser getaktet. Schön hier in Frankreich. Aber Colorado war auch nicht schlecht. Sie hätte wirklich die Ampel da weitergemacht. So, jetzt ganz vorsichtig. Mit den Riesenspiegeln, da sieht man halt auch ganz schlecht, ob da einer kommt. Das ist ziemlich veralbern. Da geht schon gleich wieder eine Stadt los. Ja, vor lauter Unsicherheit. Spiegeln. Jetzt habe ich schon Angst vor meinem eigenen Schatten. So, Schild hat überlebt. Hier hinein. Ich glaube, ich hätte anders fahren müssen. Stellen wir das mal hier hin. Geht auch. Ah! Den Ding sollte ich schon mitnehmen. Den Hänger. bist du müde nach dem ganzen Weihnachtsstress? Schokofabrik hat man so nicht. Und das Kunst. Nee, das Spielzeug, den Spielzeugladen, den hatten wir noch nicht. Ach, das knirscht so schön.
gefällt auch die Innenausstattung von dem Auto viel besser. Dies war jetzt etwas ungünstig. Ich konnte nur noch die eingeschlagene Richtung nehmen und das war die falsche. Der Ami hat einen Retarder, der dafür nicht. Ich glaube, das ist Scania, oder? Die habe ich sowieso besonders gerne wegen der übersichtlichen Autoren. Aber bremst selbstständig, das habe ich ja noch gar nicht gemerkt oder gesehen. Aber erst wenn er 5 Kilometer drüber ist. Ui, nicht geschlafen ist nicht gut. Dann hoffe ich, dass du bald richtig gut schläfst. Fast hochgefahren bis zum Mount Musa. Oh ja, das wird jetzt auch eine lustige Strecke. Kann man aufhören. Auf 30 runterbremsen. 30 habe ich gesagt. Naja, 2,30 geht auch. Jetzt geht es mir etwas schneller. Ich würde sagen, über 40 fahren nicht. Der wird bei 50 ziemlich instabil. Das ist eine Straße, die ich noch nicht erforscht habe. Vielleicht auf dem Rückweg dran denken.
Ist das eine Straße? Nee. Das ist der See. Fahren wir mal mit dem Hänger drauf. Kann ich auch noch einen schönen Screenshot machen. So, jetzt einmal ein schönes Bild. Mal Ice Trucker. Machen wir es so mit dem Dorf im Hintergrund. Sieht fast zu schlecht. Damit könnte ich. Oh! Nee, das war nicht die richtige Taste. Welche ist dann die richtige? Machen. Leertaste. Da den Fokus verändern. Nicht stark genug. Ah, Tiefenstärke. Aber, Tiefenschärfe, so. Machen wir die ganz raus, dann passt das. Und bitte nur für dieses Bild. Also, jetzt wieder auf ein vernünftiges Maß ungefähr so. Und dann stattdessen mit dem Crack hier. Nein, das sieht man aus dem Winkel so schlecht. So. So. Ich mir gedacht habe, auf der anderen Seite ist die Insel. Vielleicht ist es da dann nicht sicher. Aber das Spiel hat da die Technik gar nicht, dass man dann reinkrachen könnte. Eingelenkt. Zug. Da, Zug. Winter Express heißt er. Oh. Wie weit kommen wir?
Krieg ich den ganzen Zug drauf? Nee. Genug. Okay. Und fahren. Muss ich überlegen, wie ich den ich glaube, ich muss einmal rumfahren. Das wird das Beste sein. Komme ich da rum? Man sieht das vielleicht. Unbedingt so beabsichtigt. Aber es geht. Draußen ist so ein Regensturm, also ein okay, ich hab ein Real-Life-Problem. Moment. So, Problem hoffentlich gelöst. Der Regen datscht mir voll gegen die Scheibe und das dringt dann manchmal ein. Deswegen musste ich jetzt mal etwas versuchen. Ist ein klassischer Pickup-Truck. Lustig, dass sie hier bei den klassischen Autos diese so machen, variieren. Amerikanische klassische Autos und deutsche klassische, deutsche, europäische klassische Autos. Einmal das und einmal das. Das ist auch nicht normal, dass es so plätschert. Das macht es vielleicht ein, zwei Mal im Jahr. So, einen Auftrag müssen wir noch machen. Das soll jetzt bitte schön, bitte ein schöner werden. Wir waren bei Wonkas Fabrik noch nicht, aber man hat sie gut gesehen in dem eigenen Vorschaubild. Resort waren wir, Post Office waren wir, Arts Workshop waren wir noch nicht, Town Square waren wir, eine Schokifabrik hat nichts. In dem Fall gehen wir zur Kunst, zum Kunstwerk. Christiansand in
Norwegen. Eines Dings. Frau Holle, Mensch, ich bin Frau Holland. Das ist die Spannung. Nachmittagsee. Was ist eigentlich da das Länderkennzeichen von Norwegen? Ausblick haben wir schon mal genossen. Beim Dorf im Zentrum gab es auch einen Aussichtspunkt, den haben wir nicht gesehen. Also nicht in dieser Folge. Also man hätte wohl. Ja, ich bin ja auch bei fast 50 unterwegs. Das ist wo die Lenkung mehr Vorschlag ist. Bis 40. 40 klingt akzeptabel. Richtige Narnia-Laternen. Jetzt sind 40, beziehungsweise jetzt 38, geht es noch gut. Eine typisch österreichische Kirche.
auf der anderen Seite. Jetzt einen Aussichtspunkt. Ah, kurz Aussicht für alle. Ach, der arme Kerl in dem roten Dings ist immer noch am Telefon hier. Riesen Tannenbaum, Riesen Weihnachtsbaum. Das Christmas Haus, das habe ich diesmal nicht für dich. Das ist doch zu weit weg jetzt. Auch kein Zapfen drunter, okay. Ja, ist auch nicht eingestellt, das ist realistisch, sonst hätte das nicht geklappt. So, wir suchen uns ein Portal. Ja, wir suchen es. Dieses Portal machen aber einen zwischen halt darüber noch nicht so. Und so. Dann kommen wir nämlich am Christmas-Haus vorbei. Herrliche Morgenstunde. Ja.
Knirschen, du. Was ist das jetzt für ein Gebäude? Ich dachte, es wäre ein Bahnhof, aber es kann kein Bahnhof sein. Die freuen sich in der Siedlung. Da ist es. Das ist das Griswold House. Und die Griswolds stehen davor. Aus dem einen Weihnachtsfilm mit Chevy Chase. National Lampoon? Das heißt ja in Deutsch irgendwie anders.
Tschüss, unser liebes Winterland. Oh, noch recht viel erkundet. Arztworkshop, Graz. Es gibt in Graz einen Arztworkshop. Workshop. Bin ja gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Das war Österreich. Ich dachte, wir gehen nach Niederlande. Nicht die genommen, ich dachte, dass ich noch genommen habe. Sie die Autobahn jetzt auch schon überarbeitet haben. Das war immer so eine, mit der ich am meisten Ärger hatte. Die, wo ich auch mal durch den Boden gefallen bin. Hochberg. Echte Firma. Haben Sie jetzt teilweise echte Firmen hier drin? Na gut, der mit Anhänger, aber das sind ja alles DLCs. Willkommen. Wir haben eine Straßenbahn. Eine Straßenbahn in ETS. Das ist für mich auch mal eine Premiere.
Straßenbahn machen mich happy. Lauter Happiness fahre ich jetzt aber zu schnell. Schämen Sie sich. Jetzt bremst sie auf Null ab. Danke, Kollege. Gerade schaut jetzt ja richtig gut aus. Dafür ist kein rechts vor links. Ich glaube, er war rechts vor links. Also das heißt hier LKW nichts, nichts mit. Nichts mit Kunst. Ich komm damit immer zu Wort rüber. Ich denke, es ist genau richtig und plötzlich bin ich ganz weit weg von da, wo ich eigentlich hin wollte. Ist auf jeden Fall noch nichts. So, jetzt kann ich es von da aus begradigen. Boah, Moment. Ja, das kannst du vergessen, es ist nicht mehr genügend Platz. Mich heute also eindeutig schon weniger Traffic angestellt beim Rückwärtsparken.
Weil ich finde vorne nicht. Ja, kommt einfach nicht so rum, wie ich es erwarte. Jetzt bin ich in einem schlechteren Lager als vorher. Geschafft. Damit ist es abgeschlossen. 5 von 5 Zielen erreicht, also alle Orte sozusagen in Winterland und 5 Zenturen insgesamt. Und wir haben schon nach 12 Uhr. Wir haben ja schon den 25. den amerikanisch offiziellen oder anglosächsischen offiziellen Weihnachtsfeiertag. Dann wünsche ich dir, Oliver, und allen anderen, nee, dir erstmal eine gute Nacht und allen anderen. Die gucken sich wahrscheinlich eher im Bot an. Erstmal eine gute Zeit und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wenn es für dieses Jahr schon zu spät ist, dann macht das einfach nächstes Jahr. Bis dann und tschüss. Danke dir.